Einen wunderschönen guten. Ich komme gleich, Schatzi. Ja, ich komme gleich. Guten Morgen, ihr Lieben. Die Kinder sind gerade oben. Ich mache das eigentlich nicht so gern. Also mit Annabelle ist kein Problem. Hanna lasse ich nicht so ganz gern allein da oben. Ich mache es jetzt nur gerade kurz, weil ich lüften muss. Ein bisschen frische Luft muss einfach rein. Dann hole ich sie runter. Oder gehe hoch, mal gucken, ob sie oben noch spielen will. Dann bleiben wir halt kurz oben. Heute ist Dienstag und heute kommt unser Außengestalter. Oh, Wahnsinn! Es hat alles gut geklappt, weil wir wollten uns jetzt doch nochmal erkundigen, wie das ist. Weil, ich glaube, ich habe es euch erzählt, oder die Problematik ist ja, dass die Straßen hier noch nicht gemacht sind und die Gehwege. Und man will ja dann keinen Höhenunterschied haben zu seiner Einfahrt. Aber da hat die Stadt vor einiger Zeit schon einen Plan gemacht, die Ausschreibung gemacht, da steht alles schon fest. Das haben wir auch bekommen. Mein Mann hat mit dem bei der Stadt telefoniert und unser Außengestalter jetzt auch nochmal. Wir wollten es nur noch mal besprechen, weil der Außengestalter der Nachbarn, der hat gesagt, er macht es nicht jetzt, weil er hatte da schon mal 8 bis 10 cm Höhenunterschied und das ist blöd. Aber unserer hat halt noch mal mit der Stadt telefoniert und der hat zu ihm gesagt, machen Sie es so, wie es im Plan steht, dann passt es, beziehungsweise wir passen uns dann an. Deswegen machen wir es jetzt. Sonst müssten wir warten bis Herbst. Weil im Sommer wollen die Straßen machen, das wird auch eine Weile dauern. Wenn die im Sommer damit anfangen, wahrscheinlich im Spätsommer, wie immer, dann dauert das ja auch. Und dann ist am Ende wieder zu spät oder zu kalt, dass wir weitermachen können. Nee, wir machen das jetzt. Ich glaube, wir haben uns so gut erkundigt, wie es ging. Das sollte eigentlich jetzt passen. So. Ich muss unbedingt neue Blumen kaufen. Meine Tulpen blühen hier voll ab. Die sind fällig, die müssen raus, die müssen weggeschmissen werden. Aber ich muss mal gucken, ob es bei Rewe neue Schnittblumen gibt. Könnt auch im Blumenladen fahren, klar. Aber ich bin hier, mein Schatz. Mama, Papa, wo seid ihr? Ich bin hier, Schatzi. Soll ich hochkommen? Du willst runter. Moment, ich muss das Fenster zumachen. Jetzt will sie runter. Ein weiterer schöner Tag. Ich gehe mal kurz hoch. Dann können wir vielleicht noch mal einen ganz kurzen Blick riskieren, wie es jetzt aussieht und wie es dann irgendwann aussieht. Weil ich weiß nicht, ob ich heute noch mal hochkomme. Ich komme ja schon. Ich komme ja schon. Alles gut. Da bin ich. Übrigens, ey, immer noch keine Lampen hier und keine Bilder. Haben wir gerade irgendwie nicht so den Kopf für, muss ich ehrlich sagen. Das spare ich mir noch auf. Da ist kein Wasser mehr drin? Ja, das dann nehmen wir das mit runter, wenn das leer ist. Dann nehmen wir das mit runter, ja? Das schmeißen wir weg. Ja, stell mal dahin. Stell die mal beide dahin. Gut so. Hallo. Ja, spiel du ruhig noch. Alles gut. Ja, es hat noch Zeit, Schatzi. Spiel ruhig, ich ruf dich. Ja, wir gehen runter, okay? Warte, ich muss. Darf ich kurz aufmachen? Geh mal zurück. Ist kalt. Warte kurz. Da ist Müll von unseren Gartenmöbeln. Ja, und so sieht es ja jetzt aktuell aus. Geht bis dahin. Da ist dann unsere Einfahrt und hier ist ja noch Chaos pur. Und da vorne geht ja dann ganz dezent der Rasen los. Und das wird jetzt alles verschwinden. Juhu! Dein Schatten? Oh, das Gruffelo-Kind. Hebe ich auch auf. Warte mal. Was kommt mit deinem Schatten? Der sollte mitkommen, ja? Der Schatten kommt mit. Ja, unsere Schatten nehmen wir mit runter. Ach, das nimmst du mit. Ja, okay. Nimm's mit. Ja, und das, den will er nochmal glätten. Nochmal richtig platt machen. Und das da hinten verschwindet zum Teil. Also er will da hinten dann noch Randsteine setzen. Da kommen noch so 2 Meter Rasen hin, also bis zur Garage. Ihr seht ja, da fehlt noch was. Und den Boden da hinten bereitet er vor. Da wollen wir ja Platten hin machen. Ich denke, den wird er uns nur verdichten und verhärten und vorbereiten. Und die Platten legen wir dann selber. Das sprechen wir nochmal. Und vorne wird eben auch gepflastert. Hier der Weg zwischen Garage und Haus wird gepflastert. Und da kommen dann später die Mülltonnen hin. Und vorne und was noch? Randsteine, ja, ein bisschen was zu tun. Aber bald ist hier tatsächlich Ordnung.
Ja, wie weit wir da hinten kommen, weiß ich jetzt noch nicht, weil da fehlt der Nachbar halt noch. Der zieht gerade seine Garage hoch und will da noch eine Mauer setzen. Also da müssen wir anscheinend noch warten. Da kommen wir jetzt gerade nicht weiter, weil unser Grundstück geht ja eigentlich, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, endet nicht am Rasen, sondern geht noch ein Stück drüber hinaus, so einen halben Meter. Da. Aber das haben wir eben halt Platz gelassen. Schaut mal, meine Hyazinthe, die wird richtig schön, richtig schön. Jetzt gucken wir noch mal kurz nach draußen, wie es da aussieht. Pakete. So. Das ist aktuell unsere Einfahrt und der Gang nach hinten. Das verschwindet jetzt auch. Ist zwar Wahnsinn, wenn man sich vorstellt, was das jetzt kostet. Das kommt einem gar nicht so groß vor. Von den Kosten her schon. Naja. Und dann wird er hier Randsteine machen und pflastern. Ebenerdig allerdings alles, weil wir kriegen ja noch das Carport, wo die Pfosten hier rankommen. Deswegen machen wir keine großen Stufen hier. Das ist zu viel. Ja. Und dann ist das hier ordentlich. Und ich kann diese alte, verrotzte Matte da wegwerfen und dann mache ich das hier ab. Wobei, muss ich gerade mal gucken, ob mein Mann schon so Klebereste-Löser bestellt hat. Und das heißt nämlich alle. Und die Dinger sind mittlerweile schon richtig porös und die hinterlassen so einen bappigen Kleber. Klebrigen Kleber halt, ne? Aber dann hört das auch auf. Hier, guckt mal, mit dem Schotter, der immer hier in die Ecke fällt. Und dann ist dieses Drecksding da mal weg und dann kann man hier mal putzen. Ja. Das ist toll. Dann wird das hier alles sauber und ordentlich. Und oh. Da draußen wird schon fleißig gearbeitet. Hanna, dir scheint es auch zu schmecken heute. Hm? Linseneintopf. Und du? Magst du es auch? Hanni schläft. Mein Mann ist gerade mit Annabelle unterwegs. Ich habe gesagt, sie können ja mal Fahrrad fahren, wenn Hanna das nicht mitbekommt. Dass sie einfach mal eine Runde Fahrrad fahren gehen. Einfach nur mal hier zum See, zurück, hoch auf die Felder. Einfach, dass Anna mal Power geben kann, weil sie darf ja. Genau. Habe ich Hanna hier? Babyphone? Moment. Alles noch still. Ja, ich hoffe, das haut jetzt hin mit der Pause, weil die sägen gerade die Randsteine noch zu, die restlichen. Und da haben wir ein bisschen mit der Rüttelplatte ran. Ich hoffe, dass Hanna bis dahin wach wird. Na, gucken wir mal. Gucken wir mal. Auf jeden Fall ist schon voll am Arbeiten. Ich wusste nicht, dass es schon losgeht. Ich dachte, es dauert bis heute Mittag, aber beziehungsweise jetzt ist Mittag, aber die sind ja schon schwer am Schaffen die ganze Zeit. Ja, jetzt schaffe ich kurz was und gleich gibt es erstmal Kaffee für alle. Die Geräuschkulisse hier aktuell ist der Hammer. Da sägt er unsere Steine, da wird was gerüttelt, da sägen und schrauben sie am Dach vom neuen Haus rum. Da drüben hämmern sie was ins Gestell. Und jetzt gerade ist es wieder stiller, aber wenn der dann anfängt, gleich unsere Randsteine weiter zu zersägen, wow. So richtig besinnlich gerade hier. Oh Gott. So, Feierabend für heute. So sieht's hier gerade aus. Das ist so traurig, wenn man einen Teil des Grundstücks an den Bürgersteig verliert. Genau, ja. Sieht gut aus. Er hat hier schon mal eingezeichnet, wo das Beet hin soll. Und hier vorne ist auch schon einiges passiert. Die Randsteine sind hier schon gesetzt. Bagger steht noch da. Der bleibt auch da. Genau, hier haben sie dann geguckt, dass die Höhe mit der Garage abschließt. Und hier geht's dann morgen weiter. Hier sind auch schon die Randsteine drin. Das ist natürlich jetzt schon eine feine Sache, ne? Cool. Ja, man sieht noch gar nicht so sehr viel. So ein absolutes Chaos. Aber man weiß ja, dass es weitergeht. Auf jeden Fall können wir uns das noch gar nicht vorstellen, dass bald der ganze Schotter hier weg sein soll und hier eine ordentlich gemachte Einfahrt ist. Ich kann mir das noch überhaupt nicht vorstellen, wie das dann aussieht. Naja, jetzt gehe ich mal rein. Hanna geht gleich ins Bad. Kinder sind fertig. Annabelle war heute sehr, sehr lang draußen. Hanni auch ein bisschen weniger, aber auch sehr lange. Und jetzt geht's gleich ab ins Bad.
Vorbereitung fürs Pflastern. Stand, Mittagspause, Schotter verteilt. Hier ist ordentlich platt gerüttelt worden, wenn ihr das seht. Alles platt. Da hat der Boden vibriert bei uns gerade drin. War total cool. So schaut's aus. Hier steht übrigens unser Tisch. kann ich das gerade erkennen? Ich glaube, viel kann man nicht sehen. So ein paar Glassplitter sind rausgefallen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Guckt euch das mal an. Wie klein die sind. Die Scheibe ist wirklich total zertrümmert. So was Blödes. Naja, sie sind dabei, es auszutauschen. Zum Glück haben wir keine Eile. Update am Abend. Die Jungs sind gerade nach Haus. Und ja, hier ist jetzt schon mal die erste Reihe unserer Mauer gesetzt worden. Es werden ja insgesamt 3 Reihen. Es soll nur ein Ticken höher sein als unser Boden. Einfach um zu verhindern, dass Erde, Rindenmulch und so weiter auf die Straße fällt. Und da kommt dann später noch ein Zaun drauf. Auf jeden Fall, erste Reihe gesetzt. Da drüben liegen schon unsere Steine. Haben wir natürlich den Nachbarn gefragt. Ist okay, dass die da lagern? Ja, das haben sie heute gemacht. Das ist so eine Antiksteinmauer. Ich glaube, Germania Antik heißt das. Ich finde es echt cool. Die sind jetzt noch stellenweise nass und natürlich sind sie super dreckig gerade. Aber ich glaube, das wird ziemlich schön. Das wird ein bisschen rustikal. Gefällt mir. Ist auf jeden Fall schon mal cool, dass die Einfahrt so glatt ist. Na, und hier könnt ihr es ja leicht erkennen. Da ist schon geschottert worden. Da ist heute mit der Rüttelmaschine echt alles platt gemacht worden und geschottert. Die Endhöhe ist erreicht. Jetzt wird gepflastert. Ich bin mal sehr, sehr, sehr gespannt. Und hier soll ja noch Rasen hin. Genau. Und dann kommen hier hinten Platten hin. Ja, vielleicht auch noch eine Kiesreihe irgendwie mit ein paar Büscheln drin. Ich weiß noch nicht. Okay, auf geht's rein. Es wird nämlich gerade kalt. So, Terrasse ist einigermaßen wetterfest. Wir haben schon gesagt, wenn er jetzt hier fertig ist, bis auf den Rasen, dann holen wir die anderen Möbel raus. Genau. Kalt. Heute Nacht soll es nämlich regnen. Morgen soll noch mal so ein richtig ätzender Tag werden. Daher alles hier verpackt. Und rein geht's. Mein Mann war gerade noch mal bei Netto. Ich wollte nämlich eine Salatgurke zum Snacken für die Kinder. Die habe ich heute nämlich beim Einkaufen vergessen. Und ich habe ihn gebeten zu gucken, ob es Tulpen gibt. Bei Rewe gab es nämlich heute keine mehr. Und Netto hatte noch. Und da habe ich ihm gesagt, bring mal so 3-4 Bündel mit. Das sind jetzt 4. Genau, 4. Ich habe letztes Mal 5 gehabt, weil diese Joghurtbase, die ist halt unheimlich breit. Ne? Könnt ihr vielleicht sehen. Die ist sehr, sehr, sehr breit. Ich habe auch die andere, aber die ist halt kleiner im Durchmesser, aber höher. Und das ist nicht so cool für die Tulpen. Deswegen nehme ich jetzt diese. Sieht auch echt super schön aus, aber man braucht halt mindestens 4 solcher Büschel. 3 geht vielleicht noch, wenn man es richtig schön locker reinlegt. Aber weniger geht nicht, sonst sieht es einfach zu mager aus. Geht leider gar nicht. Ja, ist schade, dass es von Joop nicht so viele gibt. Es gibt ja diese, die höhere und im Durchmesser kleinere und dann diese längliche. Ne? Schön wäre es eigentlich auch noch, es gäbe so diese Höhe, ne? So diese Höhe, aber kleiner im Durchmesser. Das finde ich auch noch cool. Na egal, jetzt werde ich erstmal hier die Blumen nochmal anschneiden und mir die wieder in die Vase stellen, weil der Tisch war so traurig. Ich habe gestern die Tulpen wegwerfen müssen und es sah so traurig aus. Ich habe meine Hyazinthe. Die von da drüben habe ich hier auf den Tisch gestellt, der momentan aussieht wie, aber egal, aber irgendwie ist das nichts. Deswegen werde ich die jetzt da wieder wegnehmen und stelle die wieder hier schön hin und mache mir die Tulpen schön frisch. So, drehen wir dich mal, da wächst du mal wieder zum Licht hin. So, genau, da ist sie auch schöner. Okay, dann schneide ich mir die jetzt an und dann werde ich noch ein bisschen arbeiten und mich dann auf die Couch verkrümeln. So, fertig ist mein Tulpenstrauß. Die haben jetzt noch ganz schön viele Blätter, also der ist schön buschig. Ich freue mich schon, wenn sie aufgehen. Die zupfe ich mir jetzt noch so ein bisschen zurecht und dann stelle ich sie mir auf den Tisch. Ich wollte ursprünglich Trockenblumen hier reinmachen in die Vase, aber ehrlich gesagt kann ich das im Moment nicht sehen. Dieses
ja, tote Gestrüpp. Auch wenn ich es schön finde, wirklich. Ich finde es teilweise wirklich sehr, sehr schön. Aber jetzt gerade brauche ich einfach lebendige Blumen, grüne Blumen, Frühlingsblüher. Das, ja, finde ich momentan einfach wunderschön. So, die wandern jetzt auf den Tisch, verbreiten gute Laune, denn in den nächsten Tagen soll ja nochmal das Wetter etwas schlechter werden, beziehungsweise eigentlich nur morgen regnerisch, dann wird es aber wieder sonnig, aber nachts kälter. Trotzdem, so kommt der Frühling auf den Tisch. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich. Gute Nacht und ich zeige euch morgen, wie es weitergeht mit den Außenanlagen. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ja, wir sind schon mitten im Tag, wenn man so will. Wir haben schon gefrühstückt. Annabelle, Hannah war heute Morgen so, nö, nicht wirklich. Aber gut, jetzt spielen sie gerade und... Jo, jetzt spielen sie gerade was. Im Hintergrund läuft das Hörspiel von Vajana. Ich habe mich immer auf die Treppe verzogen. Sicherer Ort. Ein paar Stufen hoch. Wir haben schon ein paar Spielzeugriesen heute hinter uns gebracht. Ich glaube, in einem der letzten Vlogs hatte ich euch diese Eier gezeigt, die wir in der Schale hatten. Ich habe das dort nicht weiter verfolgt, aber die sind recht groß geworden. Also die sind größer als meine Hand geworden. Schön so aus Schaumstoff, so richtig schön schwer. Und die sind jetzt mittlerweile raus aus dem Wasser und wandern hier durch die Wohnung. Eigentlich haben wir sie für die Badewanne jetzt gelassen, aber jetzt sind sie hier unten und da wurde heute Morgen schon hart gekämpft. Ich will sie hart, nein ich, nein uns beiden und überhaupt. Ja, dann wurde um Spielzeug von meinem Mann gekämpft. Er hat nämlich gestern eine Kiste runtergebracht mit Spielsachen von früher, die so alt sind wie er selbst. Saurier, Autos, lauter so Zeug. Und waren sie begeistert, ne? So Ninja Turtles. Super. Au. Oh. Heute ist auch der letzte Quarantänetag. Zum Glück, ab morgen ist Hannah wieder frei. Und das ist echt gut, weil es war die letzten Tage schon wirklich sehr schwierig. Wir sind schon immer so raus, dass nicht so viele andere Kinder draußen waren. Aber Annabelle war dann mal da und wir haben das so versucht, dass Hannah das nicht so mitbekommt. Weil es ist natürlich schwer, einem zweijährigen Kind zu sagen, warum darfst du da jetzt nicht hingehen? Ich bin also froh. Du möchtest malen? Was möchtest du denn malen? Was möchtest du malen? Ich komme mal. Ja, ich stehe schon auf. So, ich sitze wieder. Ja, gestern habe ich mich gar nicht großartig gemeldet. Es gab aber auch wirklich nichts zu berichten. Wir waren zu Hause, mal im Garten, wieder drin, wieder im Garten. Die Nacht war durchwachsen, denn um 3 Uhr war Hannah dann plötzlich wach, aber so richtig wach. Nicht so, ich kämpfe mit dem Einschlafen, sondern wach. Sie wollte aufstehen, sie wollte sich anziehen, sie wollte dann spielen. Sie hat eine Flasche bekommen und dann war sie richtig fit. Und dann musste ich, glaube ich, gefühlt... Ich weiß nicht, 14 Mal den Gruffalo und das Gruffalo-Kind lesen. Ich dachte, sie schläft dabei ein, aber keine Spur. Aber irgendwann hat sie dann noch eine Flasche bekommen. Ich dachte, das kann nicht sein, irgendwas fehlt. Und dann ist das so gegen zwischen 4:30 und 5 ist er eingeschlafen. Aber auch nur bis 7:30. Also nicht, dass er jetzt bis 8 geschlafen hätte. Nee. Naja, heute war normal. Früh, wie immer, vor 5:30. Ja, 5:30. Waren sie beide wach. Und sonst ist jetzt gar nicht viel geplant. Meine Eltern werden dann kommen. Ich werde gucken, ob ich heute mal wischen kann. Vielleicht, wenn sie oben spielen, dass ich unten mal wischen kann oder so. Ich mal gucken. Ich würde es heute gerne schaffen, aber mal schauen. Aber ich muss Wäsche sortieren, weil ich hatte sortiert. Hannah hat mir geholfen. Dementsprechend schaut es aus. Und ja, meine Mutter bringt auch was mit zum Essen. Das heißt, ich muss heute nichts kochen. Das ist auch mal ganz schön. Mein Mann hat ja heute kein Homeoffice. Heute muss er mal rein, Sachen abzeichnen und was halt so ansteht. Genau, deswegen kommen meine Eltern. Ich weiß nicht, ob wir rausgehen. Jetzt gerade könnten wir noch. Das Wetter ist noch ganz schön, soll aber danach regnen. Da ist mir ganz recht, letzter Quarantänetag. Kriegen wir den auch noch rum. Ja, dann soll es ja zum Wochenende hin noch mal richtig schön werden. Und nächste Woche soll es ja dann mal regnen und nachts noch mal richtig kalt werden. Ne? Aber gut, ich weiß gar nicht, habe ich es euch erzählt, habe ich es euch nicht erzählt? Ich verliere gerade ein bisschen den Überblick. Rollrasen wird ja bei uns jetzt doch noch ein bisschen dauern. Ich glaube, ich habe es euch erzählt, oder? Oder habe ich es nur erwähnt? Ich weiß nicht, auf jeden Fall haben wir mit ihm geredet wegen Rollrasen. Ob wir den denn jetzt überhaupt legen können. Die paar Reste, die jetzt noch fehlen, wegen
dem Wetter, weil es ja nachts nochmal bis zu minus 10 Grad kriegen soll. Und er meinte auch, also er hat vom Hersteller die Freigabe, er kann es machen, offiziell ist es okay. Er würde es lieber nicht tun, er würde lieber wiederkommen, wenn die Kälte dann vorbei ist. Es soll ja jetzt nicht lang sein, irgendwie ein, zwei Wochen. Und das kostet auch nichts extra, das berechnet er auch nicht extra, die Anfahrt. Er kommt dann einfach nochmal und legt es, weil, also er sagt so bei sich, minus 5 Grad und abwärts, das ist ihm eigentlich ein zu hohes Risiko. Es kann natürlich auch gut gehen, kann aber auch schief gehen. Und klar, er hat natürlich die Garantie dafür und er sagt auch, also er kann halt nicht garantieren, dass das kein Problem wird. Also er würde lieber alles fertig machen und mit dem Rasen dann nochmal separat kommen, die Tage, wenn diese letzte Kälteperiode rum ist. Ich denke, das machen wir auch so. Er will aber den Rasen, den wir jetzt haben, nochmal schön platt machen und dann können wir unser Trampolin auch hinstellen. Ja, cool, den Sandkasten mal befüllen und dann geht's voran. Dann holen wir die Möbel raus. Meine Eltern bringen heute den letzten Blumenkasten noch mit von den dunklen, weil sie drei übrig hatten und einer kommt noch. Und ja, demnächst bekomme ich auch meine Clematis. Die sind jetzt schon... Oder werden jetzt die Tage verschickt, die kann ich dann schon einsetzen. Aber Erdbeeren, Minze und die andere Pflanze, das kommt erst im April, wird erst im April verschickt. Aber die Clematis kommen dann schon, die kann ich dann schon in die anderen Töpfe einsetzen, das ist schön. Ja, und ich freue mich, wenn wir dann die Möbel hinstellen. Dann ist endlich Platz in der Garage und ich kann endlich da umräumen und dann geht es auch voran. Das ist schön, endlich mal wieder Bewegung in der Sache. Ja, unsere Tischplatte braucht halt leider noch ein bisschen. Die wird ausgetauscht, aber es ist Corona-mäßig, zieht sich momentan alles immer so, weil da keiner ist und da keiner ist. Aber zum Glück haben wir es ja nicht eilig. Ist ja nicht so, dass es unter den Nägeln brennt. Wir hatten ja auch eine Versicherung für das Ganze abgeschlossen. Also wir haben da auch kein Problem. Die antworten auch immer sofort und ich mache mir da keine Sorgen. Nur es dauert halt durch Corona und Unterbesetzung alles ein bisschen länger, weil du da keinen erreichst und dort keinen erreichst. Aber fit gemacht. Ja. Also verpackt war sie übrigens wirklich gut, da kann man gar nicht meckern. Es war einfach nur, dass ich weiß nicht wer, das ist nämlich bei denen gerade in Klärung, der Hersteller oder das Frachtunternehmen und wer ist jetzt dafür verantwortlich. Eigentlich hat das nichts mit dem Kunden zu tun, ne? Aber es wird jetzt erstmal geklärt, wer da was zu tragen hat und dann wird es ausgetauscht. Ist halt so. Ja, weil verpackt war es an sich sehr gut. Es war halt nur das Problem, dass es auf der Palette unten unter dem ganzen anderen Zeug war. Wenn das nicht passiert wäre, wäre dem Ding nichts geschehen, weil verpackt war alles wirklich super. Auch die anderen Möbel sind top verpackt, da gibt es gar nichts zu meckern. Auch der Glas-Lounge-Tisch, alles super. Also da gibt es gar keine Beschwerden. Das Problem war nur wirklich, und das klären die halt gerade bei sich, wer hat das Ding da unten drunter gebunden? Und das zu klären, zieht sich durch Corona und Unterbesetzung und fehlende Ansprechpartner halt momentan hin. Blöd. Aber zum Glück haben wir es nicht eilig. Der Tisch brennt uns jetzt nicht unter den Nägeln. Klar wollten wir, wenn das Wetter besser wird, dann unsere Terrasse mal einweihen, die Nachbarn einladen zum Grillen. Aber das geht auch mit Lounge-Tisch. Also da sind die jetzt nicht so anspruchsvoll. Wir sind ja schon recht weit. Manche haben noch gar keinen Rasen, nur Erde und ein paar Stühle auf der Erde stehen. Und auch da kommt man zurecht. Also der Tisch ist jetzt nicht ausschlaggebend. Ne? Mit sowas, wenn man sowas veranstaltet, da kommt man immer irgendwie zurecht. Da engagiert sich jeder. Gerade weil jeder weiß, dass hier noch alles provisorisch, bei vielen noch sehr provisorisch ist. Da erwartet hier niemand, mit Silberbesteck empfangen zu werden an der gedeckten Tafel mit Kronleuchter. Also von daher überhaupt kein Thema. Die kommen auch mit einem Pappteller, den sie selber mitbringen müssen, rüber und holen sich ihr Bratwürstchen. Also das ist hier komplett egal. Das ist hier bei uns zumindest in der Straße super unkompliziert und alles total nett. Überhaupt kein Thema. Also deswegen, wenn wir den Lounge-Tisch haben, den kleinen anderen Tisch haben, ist das schon mal super. Ich habe sowieso mal überlegt, dass ich mir irgendwann mal so einen Stehtisch anschaffen möchte, wenn wir den Platz dann haben, weil so ein Stehtisch eigentlich immer ziemlich beliebt ist. Also es war auch bei meiner Tante in Dortmund, bei meinem Cousin zum Geburtstag so, die haben auch einen Stehtisch gehabt, der war ursprünglich für den Balkon gedacht, aber es war dann schlechtes Wetter, also stand da drin und alle waren an diesem Stehtisch. Keiner saß so am Tisch rum, alle standen um diesen Tisch. Und ich merke es auch hier, wenn wir Pizza bestellen, wie zum Beispiel als wir die Terrasse gemacht haben, meine Eltern da waren, wir standen alle um die Insel rum. Das war eine super Stehfläche um die Kartons rum und haben dort gegessen. Also deswegen glaube ich, dass wir uns fast mal irgendwann so einen Stehtisch besorgen. Finde ich eigentlich ziemlich cool. Ich suche noch einen, der mir gefällt. Aber ich wette, wenn ich einen finde, der mir richtig gut gefällt, dann ist er gleich wieder super teuer. Und dann wird mein Mann sagen, ja, das ist eine gute Idee, aber jetzt wieder können wir nicht erst andere Sachen machen. Ja. Wir versinken im Rollsplitt.
Der Schotter wird immer kleiner, habe ich gestern schon zu meinem Mann gesagt. Erst hatten wir Erde, dann solche Steine, dann solche und jetzt ist es ein kleiner Rollsplitt. Es wird immer besser. Wir haben einen ganz seltsamen Himmel heute. Das kann man, glaube ich, auf der Kamera gar nicht erkennen. Das ist dieses Sahara-Staubzeugs. Das soll ja so einen Blutregen geben. Mauer ist gesetzt. Hier ist schon alles erhöht worden. Stufen und das Hochbeet. Jetzt kommen die Steine. Ah, so langsam fängt es an zu tröpfeln. Wir warten schon den ganzen Tag auf den versprochenen Regen. Wir haben jetzt alles hier auf die Terrasse gestellt. Gott, die Küche sieht aus. Die haben sie letztens echt übel zugerichtet. Die muss ich auch mal sauber machen. Ja, ich habe alles hier raufgestellt, damit morgen früh der Rasen glatt gemacht werden kann. Der muss allerdings nochmal gewässert werden. Also er hat gesagt, heute Abend, spätabends nochmal richtig nass machen. Regen reicht nicht. Wir werden heute Abend ein bisschen was machen und den Rest morgen früh. Wir sind ja sehr früh wach. Dann habe ich jetzt die Kästen hier mit Pappe abgedeckt und ein bisschen beschwert, weil da habe ich meine Lilien gepflanzt. Und es soll ja noch mal Frost geben die nächsten Nächte. Eigentlich sind sie im Winter okay in der Erde, aber es sind noch ganz jung, ganz frisch. Und ich möchte einfach verhindern, dass da Frost dran kommt. Genauso habe ich es auch mit meinem Flieder gemacht. Ich habe den einfach hier mit einem Topf abgedeckt. Meine Mutter macht das ganz genauso. Der ist winterhart, aber der ist halt noch ganz jung und hat ganz junge Triebe und da will ich das nicht riskieren. Den Lampenputzergräsern hier macht es nichts und da habe ich auch abgedeckt. Einfach möchte ich einfach nicht riskieren. Ja, und ansonsten ist ja einiges passiert. Mauer hat jetzt ihre Endhöhe und Pflaster ist auch schon gut was vorangegangen heute. Also sieht echt cool aus. Dürfen wir jetzt auch nicht drauf, ist abgesperrt. Nicht auf den Schotter und nicht aufs Pflaster. Boah, ich guck mal gleich aus der Haustür raus, da sehe ich vielleicht mehr. Ganz glatt geschottert. Sieht voll cool aus. Sieht schon cool aus, wenn es einfach ordentlich ist. Ja, und da haben sie schon das Pflaster. Das werden sie morgen fertig machen. Oder eventuell auch noch am Samstag, je nachdem. Er hat gesagt, spätestens Montag sind sie fertig. Da ist er, der versprochene Regen. Das ist auch cool. Soll es ruhig die Nacht durchplättern, da wird der Rasen schön nass. Obwohl er gesagt hat, das langt halt nicht. Wir müssen den trotzdem noch mal richtig nass machen mit dem Schlauch. Aber das mache ich dann morgen früh. Ich lasse den jetzt ein bisschen durchweichen. Ich hoffe, eine ganze Weile, viele, viele Stunden lang. Und dann, werde ich morgen früh halt rausgehen und gießen. Es regnet munter weiter. Das ist gut für unseren Rasen. Kann ruhig die ganze Nacht regnen. Und morgen früh gucke ich dann und wässer eventuell nach. Aber Regen, mach ruhig weiter. Gute Nacht.